Hallo und herzlich willkommen zum 15. Türchen des diesjährigen Garten-YouTuber-Adventskalenders. Das Ganze mittlerweile schon im 7. Jahr. Ich bin jetzt, meine ich, das 3. Jahr dabei. Ja, und heute habt ihr sogar die Chance gleich auf mehrere Gewinne, denn heute am 15. öffnen gleich mehrere Garten-YouTuber für euch ihr Türchen. Für die von euch, die die ganze Sache noch nicht kennen sollten, was ich fast nicht glaube, warum machen wir das? Beziehungsweise der Max von der Gartenkanal und die Jen und ihr Mann vom Gartengemüsekiosk haben die Sache ins Leben gerufen, organisieren die Sache jedes Jahr. Und an dieser Stelle auch nochmal ein recht herzliches Dankeschön dafür. Ja, und die ganze Sache soll dienen, um an euch, liebe Zuschauer, mal Danke zu sagen. Fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, fürs Liken. Und da wollen wir ein kleines bisschen zurückgeben. Höchstwahrscheinlich habt ihr die ersten Türchen alle schon gesehen und habt da schon bei den Kollegen vorbeigeschaut. Falls nicht, schaut unbedingt mal in die Videobeschreibung. Dort sind alle Kanäle aufgelistet und auch die, die schon dran waren, beziehungsweise die, die noch kommen. Also insgesamt alle 24 Türchen. Da ruhig mal vorbeischauen und ja, bei den einzelnen YouTubern und gern ein Abo dalassen, Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr regelmäßig auch für neue Videos informiert. Ja, ich stehe hier vor meinem kleinen Mini-Weihnachtsmarkt. Ich habe gestern noch Besuch gehabt, da haben wir hier ein kleines bisschen gebrutzelt, schöne Pilzpfanne, bisschen Glühwein dazu und ich würde euch gerne noch ein paar Winterimpressionen zeigen, aber leider gab es hier auch noch keinen Schnee. Es war jetzt seit einer guten Woche bitterkalt hier und ja, soll jetzt auch noch kälter werden, aber Schnee leider noch nicht. Ja, und die alten Bilder von den letzten Jahren, die wollte ich euch jetzt nicht nochmal unterjubeln. Deshalb, vielleicht klappt es im nächsten Jahr mal mit ein paar richtig schönen Winteraufnahmen. Dann werde ich die natürlich gerne hier mal mit einbauen. Ja, ursprünglich war dieser Adventskalender auch mal so unter dem Synonym Grow Your Own ins Leben gerufen worden. Was heißen soll, sein eigenes Gemüse groß zu ziehen, aus Samen sich selber zu ziehen. Und darum, denke ich mal, wird es auch bei den meisten YouTubern hier eigenes Saatgut geben. So auch bei mir. Und zwar will ich da mal ein bisschen so einen kleinen Rückblick machen auf das diesjährige Gartenjahr. Und ja, eine Sache hat mich besonders gefreut. Ich habe in diesem Jahr das erste Saatgut von meinem Grünkohl selber geerntet. Und ja, habe den über den Winter stehen lassen. Also dieses Saatgut könnte auch gewinnen, aber da komme ich gleich noch zu. Das werde ich an jeden Preis quasi hinten noch mit dranhängen. Gibt es noch Grünkohl und roten Grünkohl. Ich weiß gar nicht, wie sagt man eigentlich so roten Grünkohl? Sagt man auch nur so, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall roter Grünkohl, weiß ich die Sorte jetzt nicht. Bei dem Grünen war es, meine ich, der Westerländer Winter. Ja, den sieht man ja, ich sag mal, im Frühjahr aus. Und beerntet ihn dann ja im besten Fall nach dem ersten Frost. Und ja, ich habe die Pflanzen stehen lassen. Ich habe einen tollen Tipp bekommen, oben die Krone, das Herz oben stehen zu lassen. Und das ist im nächsten Jahr wunderbar in die Blüte gegangen. Das habe ich komplett ausblühen lassen. Die Insekten haben sich gefreut. Und ja, und ich konnte mein eigenes Saatgut ernten. Das gibt es dann gleich noch. Das stelle ich, wie gesagt, gleich noch vor. Ja, eine andere Sache, die bei mir einen sehr hohen Stellenwert hat, sind so die Chilis. Und eine meiner Lieblingschilis, wo ich immer Saatgut von mache, das ist die Piment de Espelette. Und habe ich jetzt gesagt, Saatgut von mache? Chilipulver von mache, genau. Saatgut natürlich auch. Die Piment de Espelette. Und auch dieses Jahr habe ich wieder fleißig die Früchte getrocknet, Chilipulver gemacht. Und da möchte ich euch als ersten Preis mal eine kleine Kostprobe überlassen. Und zwar habe ich insgesamt 3 Gläschen mit dem Chilipulver von der Piment de Espelette. Und dazu gibt es auch noch eine Tüte Saatgut dazu. Die habe ich jetzt noch nicht aufgeteilt. Die sind jetzt alle noch hier in einer Tüte drin. Gibt es dann noch extra dazu. Packe genug Korn rein und ich finde, ein paar davon, also ich mache immer gerne dann gleich ein paar mehr Pflanzen, damit sich das dann richtig lohnt, ne, mit dem Pulver machen, weil ich diese von dieser Sorte das immer sortenrein mache. Ne, das finde ich schön. Das ist ein sehr angenehmes, mildes Chili-Pulver, kann man also auch, wenn man mal abrutscht, das Essen nicht gleich versauen. Also, wie gesagt, der erste Preis, dreimal
das Chili-Pulver. Und dazu schreibt ihr bitte in die Kommentare den Hashtag Espelette. Einfach nur Espelette. Ich werde das genau jetzt mal einblenden, schreibweise. Und wenn ihr das gewinnen möchtet. Hinten dran hänge ich natürlich noch, wie schon gesagt, Grünkohl. Also jeder der drei Gewinner bekommt noch einmal den grünen Grünkohl, der ist schon abgetütet, und den roten Grünkohl dazu. Das wäre der erste Preis. Ja, und zum zweiten Preis, da werde ich dreimal die dicke Bohne verlosen. Habe ich jetzt hier noch in der Schüssel. Und ich denke mal so, ich werde um die 20, 25 Korn reinpacken. Das ist meine diesjährige Ernte an Saatgut von den dicken Bohnen. Ja, und auch da hinten dran, also wer die dicke Bohne, wieder Hashtag dicke Bohne, zusammengeschrieben, so wie ich es jetzt hier einblende. Und auch da werde ich hinten dran jeweils nochmal einmal Grünkohl und einmal roten Grünkohl dranhängen. Also das, wie gesagt, auch dreimal. Und als dritter Preis, wer hätte es anders gedacht, nochmal Grünkohl, genau. Dritter Preis, dreimal Grünkohl und roter Grünkohl. So, das zu den Preisen. Ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn ihr das Video seht, ist ja noch ein kleines bisschen hin. Weihnachtszeit sowieso, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, alles entsprechend Gute für das neue Jahr. Und wenn es bei euch ein Gartenjahr sein sollte, also wenn ihr selber Garten habt, dann natürlich ein richtig erfolgreiches Gartenjahr. Und damit würde ich sagen, würde ich mich verabschieden. Sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.